Servus und grüß Gott zu einem neuen Film mit dem Skoda ins Gebirge. Am 29. Oktober 2022. Dieses Mal ist für jeden etwas dabei. Für den E-Autofahrer Skoda Enyaq 80, für den Mountainbiker und für den Bergwanderer. Ja, drei verschiedene Touren oder drei verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten zusammengefasst zu einem neuen Film Pfaffenhofen Richtung Meilerhütte im Wettersteingebirge. Viel Spaß und schöne Unterhaltung. So, hier eine Übersicht über die Tour mit dem Skoda ins Gebirge am 29. Oktober. Start und Ziel war Pfaffenhofen. Auf eine Höhe von 428 Meter. Abfahrt 6.19 Uhr mit dem Skoda Enyaq und auf der Anhängerkupplung mein Mountainbike. Ja, die Fahrt ging etwa dann 157 Kilometer Richtung Schloss Elmau. Liegt auf einer Höhe von 1000 Meter. Das ist Garmisch-Gleis Schloss Elmau. Ankunft 8.21 Uhr. Auto abstellen, Fahrrad herrichten, dann 8.40 Uhr mit dem Mountainbike ca. 10 Kilometer hoch zum Schachenhaus. Höhendifferenz 866 Meter. Ja? 10.15 Uhr Ankunft von Schloss Elmau. Fahrrad abstellen, anketten, fertig machen zur Bergtour zu Fuß, etwa 2,5 Kilometer. Abmarsch 10.20 Uhr zur Meilerhütte. Meilerhütte 2366 Meter, etwa 500 Höhenmeter Differenz. Ankunft 12 Uhr vom Schattenhaus. Halbe Stunde Pause, in der Sonne, Sonnen war ziemlich warm, an die 20 Grad. Am 29. Oktober, 12.30 Uhr zurück zu Fuß zum Schattenhaus. Etwa ja, 1,5 Stunden wieder. Und dann vom Schattenhaus mit dem Bike in einer Stunde nach Schloss Elmau zurück. Hier Ankunft 15.14 Uhr und 15.20 Uhr mit dem Auto nach Pfaffenhofen. Ankunft in Pfaffenhofen wieder zwei Stunden später 17.24 Uhr. Ob ich jetzt unterwegs habe Strom aufladen müssen oder nicht, das werdet ihr in dem Film erfahren. Ich hoffe, der Film gefällt euch. Und ihr habt ein paar Informationen über eine wunderschöne Tour bitte im Gebirge und auch über den Skoda Enyaq, ja, wie die Rekuperation war und wie der Verbrauch war. Ich bin nämlich mit Winterreifen gefahren. Also schönen Film anschauen, bis später. Ja, okay. Okay. So, hier die Tourübersicht nochmal in Tabellenform. Kann man sich nochmal genau informieren, wie der Ablauf der Tour vonstatten gegangen ist. Ja, guten Morgen. Heute ist Samstag, der 29. Oktober. Früh 6 Uhr, später haben wir 6.04 Uhr. Ich sitze in meinem Auto, Skoda Enyaq, und noch in der Garage das Auto. Und ich fahre jetzt weg. So eine Bike- und Hike-Tour Richtung Schloss Elmau, Richtung Garmisch-Partenkirchen, Gleis Schloss Elmau. Dort Bike mit dem E-Mountainbike hoch zum Schachen und dann zu Fuß, also Hike, wenn möglich und das Wetter mitspielt, zur Meilerhütte. Liegt über 2300 und ein paar zerquetschte. Ja? Jetzt werde ich einmal die Tour aufnehmen. Es ist Temperatur 12 Grad draußen, früh um 6 Uhr. Ich habe Winterreifen drauf, seit ungefähr einer Woche. Noch kein Update, das bekomme ich erst jetzt am 2. November. 2. November bekomme ich das neue Update und habe mit der Werkstatt in Pfaffenhofen gesagt, neue Batterien. Lass mich mal überraschen. Ja, also wenn ich jetzt in Schloss Elmau bin, auf dem Parkplatz, melde ich mich nochmal. Okay, also
Ich wünsche mir eine gute Fahrt und eine gute Tour. Ja? Und euch ein gutes, schönes, interessantes Zuschauen bei meinem Film. Servus, führt euch einstweilen. Wie mir gesehen hat, habe ich jetzt 453 Kilometer zum Fahren, also laut Anzeige 100% voll. Ich werde mit Eco, mit Sparmodus fahren und maximal einstellen Geschwindigkeit 120 Kilometer. Ja, wie gesagt, Winterreifen, schauen wir mal, ob ich wieder heimwärts komme. Aber wahrscheinlich bis jetzt bin ich immer heimwärts gekommen, auch die gleiche Strecke habe ich noch nie aufgezeichnet, aber jetzt schauen wir mal. Ne? Also Eco-Modus und 453 Kilometer. Ne? Klimaanlage nach Bedarf, das ist klar. Ne? Okay, gut, jetzt hole ich mein Fahrrad, mache das auf den Gepäckträger hin drauf und dann geht's los. Unten 79,9 Kilometer pro Stunde, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das kommt daher, dass ich ja auch durch München muss. Das ist fast eine halbe Stunde durch München mit 50 Kilometer, 60 Kilometer Geschwindigkeitsbeschränkungen. Dann hinter München Richtung Garmisch sind noch ein, zwei große Baustellen, wo auch nur 80 möglich ist. Man erreicht ja nicht mal mehr 100 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, im Schnitt auf unseren Autobahnen heutzutage. So, ich bin um 8:22 Uhr, bin am Parkplatz angelangt. Jetzt werde ich mich herrichten, ein bisschen was anziehen und dann Fahrrad herrichten und dann geht's hoch zum Schachen mit dem Bike. Ob es dann noch weitergeht, wie das Wetter wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Weil da muss ich ja dann zu Fuß weitergehen. Aber die Stücke nehme ich mal mit und dann schauen wir mal. Ne? Okay, gut. Bis später, Servus. Hier der Weg mit dem Bike von Schloss Elmau, Start und Ziel. Die rote Linie per GPS aufgezeichnet. Hoch zum Schachen an der Wettersteinalm vorbei, etwa 10 Kilometer. Fußweg würde etwa 3 Stunden dauern. Ich habe etwa mit dem Bike knapp 90 Minuten gebraucht, also 1,5 Stunden. Ja, dann vom Schachenbike abstellen, 2,5 Kilometer zur Meilerhütte, wie angesprochen schon, zu Fuß ausgeschildert 1,5 Stunden habe ich auch gebraucht. Und den gleichen Weg ging es dann wieder zurück. Im Bild links oben die Bartnachklamm. Ja, dort würde es dann weitergehen zum Olympiastadion in Garmisch-Partenkirchen. Rechts im Bild Ferchensee, Laudersee und was angedeutet wird, das ist dann ganz rechts Mittenwald. In der Mitte noch die obere Wettersteinspitze, war ich auch zweimal oben in den 70er Jahren, einmal dienstlich, einmal privat. Spät haben wir? 8:38 Uhr. Na gut. Uff. So, also dann, macht's gut, Servus. Servus. 8:45 Uhr. Noch wolkig. 7 Grad, aber es soll nur noch besser werden. Null 9:02 Uhr. Habe ich gerade mein Handy geholt vom Auto, habe ich vergessen gehabt. So, wir haben jetzt 9:20 Uhr. Ich bin jetzt bei dem Abzweig. Geradeaus geht es zur Wettersteinalm und rechts Meidelhütte Schachen. Ja, hier steht Wettersteinalm. Ja, 5 Minuten. Und da oben steht Meidelhütte Schachen. Der ist zum Schachen. Bin
bin Bike und dann zu Fuß. Von hier aus wären es nur 3 Stunden. Okay, so schaut's aus. Ja, habe ich mein Handy vergessen gehabt, musste ich nochmal zurück 5 Kilometer. Ja, jetzt bin ich da. Vor uns der Werresteinmassiv. Ja. Und da auch anhalten, mal nach vorne machen. Die meisten Almen im Gebirge machen schon Ende September, Anfang Oktober schließen sie ihre Hütten, das Vieh wird abgetrieben, so auch hier die Werresteinalm, wie hier zu sehen ist, oder auch oben das Schachernhaus und dann die Meilehütte. Ja, weil da irgendwann ist ja mit Schnee zu rechnen. Früher, in den 70er Jahren, wo ich das erste Mal auf der Meilehütte war, da war dann schon Ende September, Anfang Oktober Schnee, Meter hoch. Jetzt haben wir Ende Oktober, ist überhaupt noch kein Schnee. Ja, aber das weiß man halt nicht im Voraus, deswegen werden die Hütten dann auch geschlossen. Ja, auf der Meilehütte ist ein Notlager für Überwinterungen. Wenn jemand unterwegs ist, dann kann er zur Not einmal 1-2 Tage übernachten, aber nicht geheizt und hat auch keinen sonstigen Service. 9.55 Uhr. Ich bin jetzt angelangt. Hier oben ist das Schachenhaus, das Schloss vom Ludwig II. Das ist zu natürlich. Da unten sind die Schachenhäuser zum Einkehren, ist aber auch zu. Aber da stelle ich jetzt mein Bike ab und dann geht's da hinten hoch. Ja, okay. Fahre ich einmal kurz runter und esse einen kleinen Snack, trinke was und dann geht's hoch. So, 10.15 Uhr, ich bin jetzt am Schachen angekommen mit dem Bike. Ja, wo steht das Bike? Hier hinten steht's. Das Schachenhaus ist ein ideales Ausflugsziel für Biker. Im Sommer stehen hier links, wo die Pfähle sind, Dutzende von Bikes, die dann bis hierher fahren, die Biker, und dann zu Fuß auf die Meilehütte fahren oder auch nur bis hierher etwas trinken und dann wieder abfahren. So, 10.20 Uhr. Bergtour beginnt hoch zur Meilehütte. 1,5 Stunden ungefähr sind verausgelagt. Mal schauen. Ja. 10.20 Uhr, seit um 12 Uhr ungefähr müsste ich oben sein. Da passt einmal frei. 20 Minuten Pause und dann geht es wieder runter. Ja. Und dann mit dem Bike geht es schneller. Rechts ist das Königshaus zu sehen, vom Ludwig II. Gebaut, so 1800 und noch was. Man kann dort Führungen mitmachen im Sommer, wenn geöffnet ist. Ist interessant. Ja, auch ich weiß, glaube ich, irgendwie so türkischen Salon, blaue Salon oder irgendetwas. Ja, ich war schon vor 40 Jahren vielleicht einmal drin, weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall. Bei Öffnung, wenn geöffnet ist, kann man da sich kann man eine Führung teilnehmen. Ja, so, jetzt geht es hier hoch. Ja, ist nicht besonders schwer. Natürlich gibt es einige Leute, die dann viel jünger sind wie ich, die laufen an mir vorbei. Ja, aber das macht dann nichts. Ich komme auch irgendwann mal hoch. In der vorgegebenen Zeit, 90 Minuten, bin ich auch hochgekommen. Ja, ich will ja ein bisschen was genießen und nicht auf Zeit im Berg hochhetzen. Die Zeiten sind vorbei. Das war in den 70er Jahren so, ja, im Dienst. Ja, hier sind zwei Junge, Jüngere wie ich, die laufen ein bisschen schneller hoch. Ja. Das letzte Mal war ich auf der Meilehütte am 24. Juli letzten Jahres, also 2021. Den Film kann man auch anschauen. Der ist noch etwas interessanter. Da waren auch die Hütten geöffnet. Man sieht dann auch die Leute, die alle da sind.
und mehr waren unterwegs. Auch auf der Meilehütte sieht man dann die Leute. Hier unter anderem auch das Elmauer Schloss unten. Und jetzt kommt gleich Garmisch ins Bild. Ja. Aber nochmal zu meinem Videofilm von letztem Jahr. Läuft unser E-Mountainbike, schwere Bike- und Hike-Tour zur Meilehütte am 24.07.2021. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ja. Hier sieht man dann schon die Meilehütte, wie sie oben drohen zwischen den Felsen. Jetzt bin ich da 12 Uhr auf der Meilehütte, ja, mache aber Fotos. Ja. Und irgendwann mache ich mich wieder zusammen, fertig machen zum Abstieg. Ja. Die beiden jungen Leute, die gleich ins Bild kommen, machen sie für eine Klettertour fertig, haben sie mir gesagt. Hier kommt der Mast für die Webcam ins Bild, kann man sich die Webcam anschauen. Hier rechts ist Bayern, links ist Österreich. So, 12.38 Uhr geht es wieder bergab. Hoffentlich gesund und munter zum Parkplatz. Erst nach Schachen, dann zum Parkplatz. Jetzt ist die Sonne da, schön, ja. Aber ich muss jetzt wieder runter. 1,5 Stunden wahrscheinlich oder eine Stunde, eine gute Stunde. Ja, und dann noch eine Stunde abfahren, dass ich um 3 Uhr heim wegfahren vom Parkplatz, dass ich um 5,5, 6 Uhr daheim bin. Ja, je nachdem, wie der Verkehr ist. Aha. Ja, ist schön, wenn die Sonne scheint. Ja. Geht schon. Also halt. Ja. Servus. Abstieg fast beendet. Schachenhaus und Schachenhütte bald erreicht. 10 Minuten vielleicht noch. Ja. Fahrrad fertig machen. Abfahren zum Autoparkplatz. Schönes Wetter. Herrlichster Sonnenschein. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. 14.06 Uhr. Abstieg beendet. Von der Meilehütte zum Schachenhaus. Jetzt noch was trinken. Fahrrad fertig machen. Und ungefähr eine Stunde geht's runter. Zum Parkplatz, zum Auto. Und dann ungefähr 2 Stunden
je nach Verkehr, vielleicht auch 2,5 Stunden nach Hause. Ja? Okay, wünsche euch was. Beim Auto melde ich mich vielleicht nochmal. 15,11 Kilometer Distanz, das ist 2 mal 2,5 Kilometer Auf- und Abstieg Scharkenhaus-Meilerhütte und dann 10 Kilometer Abfahrt Scharkenhaus zum Parkplatz nach Schloss Elmau. Ja, man sieht hier auch die maximale Elevation 2366 und ich war mit 3,2 Kilometer unterwegs. Das ist der Fußmarsch zur Meilerhütte und zurück und die Abfahrt zum Scharkenhaus, sonst wären es natürlich keine 3,2 Kilometer. Ja, okay. So, 14.09 Uhr. Abstieg von der Meilerhütte beendet. Bin wieder am Scharkenhaus. Mache mein Fahrrad fertig und dann fahre ich ab zum Parkplatz vom Auto. Ich schätze mal so knappe Stunde werde ich da abfahren. Ja, war Schönheit, wunderbarer Tag, weiß-blauer Himmel, sieht man. Ja. Wahnsinn. Gut. Also, fühlt euch Servus. Bis zur nächsten Tour vielleicht. Oder vielleicht melde ich mich haben wir noch. Es ist ein botanischer Garten, aber momentan wahrscheinlich auch geschlossen. Es ist eine Außenstelle vom Botanischen Garten in München, sogenannter Alpengarten am Schachen. Ja, Öffnungszeiten Mitte Juni bis Anfang September. Aha, und was kostet das jetzt? 3,50? Uhr. 14.55 Uhr. Bin wieder am Parkplatz. Heute früh waren wir jetzt 2, 3 Autos. Jetzt ist viele Autos. Ja? Mein steht auch noch so, mein Auto. Ja, ist gut. Elektro. Bin ja gespannt, ob ich irgendwo laden muss oder ob der Strom reicht bis nach Hause in die Garage. Wunderbare Tour heute beendet. Bin wieder am Parkplatz. Fahrrad verstauen, alles herrichten. Daheim anrufen, wann ich heimkomme. Wegen des Abendessen. Ja, einmal frei. Also wunderschöner Tag heute. Und Gott sei Dank nichts passiert. Ja, alles ist heil, wichtig. Da viele Leute doch unterwegs. Na, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder mit Michael. Und vielleicht die Hedi auch wieder dabei. Das weiß ich halt noch nicht. Na, okay. Also dann, macht's gut. So, 15.16 Uhr. Geht's wieder nach Hause. Was haben wir denn da für Sachen da stehen? Fahrzeug. Mal schauen, 53. Ja, da. Jetzt 53% habe ich noch. Parkplatz nach Hause nach Farmhofen. Ja, schauen wir mal, wie weit das ist. Da kann ich normal noch 216 Kilometer fahren. Theoretisch müsste reichen. 160 sind es. 2 Stunden, 2 Minuten. 2 Stunden 12. Ja, ja gut, jetzt schaue ich mal, wie ich hinkomme. So, 17.24 Uhr, ich bin jetzt daheim. Ich hätte noch 120 Kilometer aufgrund der Rekuperation, die ist hervorragend hier. Ja, und was habe ich noch hier für Prozente? 22% habe ich noch. Ja, gut. Heute ist Samstag. Am Montag, am Dienstag ist Feiertag in Bayern. Am Mittwoch muss ich dann zur Werkstatt. Neue Batterie und neues Update bekomme ich dann. Und da freue ich jetzt nicht mehr. Die Batterie wird nicht mehr aufgeladen. 22% konnte ich sie abgeben. Na ja, gut, okay. Ja. Heimfahrt 15.17 Uhr. Laut Anzeige 216 Kilometer. Ankunft in Pfaffenhofen 17.25 Uhr. 120 Kilometer.
Die Fahrstrecke nach Pfaffenhofen beträgt 158 Kilometer. 216 könnte ich laut Anzeige fahren, minus 158 hätte ich noch 58 Kilometer übrig. Aber mein Tacho zeigt unten 120 Kilometer an. Ich bin ja immer bergab gefahren, 1000 Kilometer von Schloss Elmau bis 400 in etwa nach Pfaffenhofen. Das macht die Rekuperation, hat meine Batterie wieder aufgeladen. Rechnerisch gesehen heißt das, 216 Kilometer standen zur Verfügung, minus 158 Kilometer Fahrstrecke, verbleiben 58 Kilometer, hätte im unteren Bild angezeigt werden müssen. Hat angezeigt 120, das heißt, der Rest war Rekuperationsstrom, den ich dann durch meinen Skoda Enyaq zur Verfügung gestellt bekommen habe. Natürlich nur theoretische Werte, aber immerhin. Ja, prima Skoda, ich habe mich deswegen einen Skoda gekauft, damit ich in die Alpen und wieder zurückkomme vom Pfaffenhofen aus. So, bin ich jetzt daheim wieder, 17:25 im Pfaffenhofen. War eine schöne Tour. Ja, schauen wir mal, was für ein schöner Film draus wird. Interessant vielleicht ein bisschen. Und dann gehe ich hoch, echt alles aufräumen, duschen und schauen wir mal, was die Frau Woldert was Gutes zum Essen gemacht hat. Ja. Also, mach's gut. Tschüss, servus. Ausschalten. Hier das Höhenprofil von der Heimfahrt, Schloss Elmau Richtung Pfaffenhofen. Hier die technischen Daten dazu. Könnt ihr euch nochmal genau anschauen. Und dann der Verbrauch. Beide Fahrten, Hin- und Rückfahrt, zusammen 316 Kilometer, 17,9 Kilowattstunden Verbrauch. Hier mein Gesamtverbrauch, solange ich das Auto habe, seit März diesen Jahres, 6841 Kilometer und 17,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 62. Immer überall muss man ja langsam fahren. Und seitdem ich das E-Auto habe, halte ich mich immer auch an den Geschwindigkeiten, ja, und fahre nicht einfach so jetzt, wie früher. Gut, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr den Film angeschaut habt. Ich hoffe, der hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Film. Führt euch und Servus. Euer Kurt.